Baumeister, Kraftfahrzeugtechnik, Maler, Konditor, Tischler. Meisterboom im Steirerland. Ein Grund zu feiern. Willkommen zur Meisterbriefverleihung der Sparte Gewerbe und Handwerk im Grazer Kongress. Unglaubliches Gefühl, wenn man hier im Stefan-Eden-Saal mitbekommt, welche Kraft die jungen steirischen Meisterinnen und Meister haben und natürlich auch diejenigen, die die Befähigungsprüfung abgelegt haben. Das macht einen sehr stolz und gibt auch viel Zuversicht für die Zukunft. Das sind die Unternehmerinnen und Unternehmer von morgen und auf die setze ich, denn das, was die mit ihren Betrieben und in ihren Betrieben zustande bringen, auch mit ihren Gewinnen, ist eine Grundlage dafür, dass ein Staat überhaupt funktionieren kann. Das Jahr 2015 war ein Meisterjahr mit Befähigungsprüfungen. Wir hatten im Jahr 2015 232 Absolventinnen und Absolventen mit einer Meisterprüfung, 139 Personen, die eine Befähigungsprüfung gemacht haben. Das ist eine Steigerung gegenüber 2014 um 10%. Eine Meisterleistung, es war die Meisterklasse 2015 schlechthin. Draufsteht, ist Qualität drinnen. Hohe Qualität beginnt ja bei uns schon bei der Lehre. Unser duales Ausbildungssystem ist ja international sehr anerkannt und natürlich setzt sich diese hohe Qualität auch bei der Meisterprüfung fort. Und das Ergebnis ist, dass unsere Meisterinnen und Meister bei Berufs-Europa- oder Weltmeisterschaften reihenweise den Titel Europameister, Weltmeister abräumen. Vor allem aber, dass es ausgezeichnete Fachleute und Fachkräfte sind. Die jungen Meisterinnen und Meister sind so quasi auch die Qualitätsbeauftragten der steirischen Wirtschaft und die sind ganz wesentlich notwendig, um unsere Wirtschaft auch weiterhin gut zu entwickeln. Insgesamt 232 neue Meister und 139 Absolventen der Befähigungsprüfung haben ihre größte Hürde nun hinter sich. Wie man sich am besten darauf vorbereitet? Hier die Tipps und Tricks aus erster Meisterhand. Auf die Meisterprüfung durch den Kurs, den Vorbereitungskurs. Sehr viel lernen. Durchhaltevermögen. Und üben, 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 weil Geschenke kriegt man nichts. Netzwerken. Zeit ist ein großer Faktor. Und auch Erfahrung von meinem Betrieb zu Hause. Die Liebe zum Beruf. Dass man das wirklich machen will, das ist das Wichtigste. Und ja, es ist für jeden möglich. Ich muss sagen, ein großes Dankeschön an meinen Chef, weil der hat mich total unterstützt, auch meine Familie. Und ich muss sagen, wenn ich es nicht gehabt hätte, wäre ich nicht da wieder angestanden. Eine Meisterprüfung ist schon eine ganz besondere Herausforderung. Man muss das so quasi, was man sich im Kopf vorstellt, ja dann so quasi mit den Händen ja auch umsetzen. Und diese Kombination zwischen Kopfarbeit und Handarbeit ist natürlich eine meisterliche Herausforderung. Tja, wie heißt es so schön? Übung macht den Meister. Das hat sie am eindrucksvollsten bewiesen. Meisterin des Jahres Stefanie Klapf. Und diesen Titel trägt die gelernte Rauchfangkehrerin mit vollem Stolz. Wir haben selbst einen Familienbetrieb zu Hause und als Nachfolgerin war für mich klar, dass ich die Meisterprüfung mache und weil ich mir keinen schöneren Beruf vorstellen kann. Es ist wunderbar zu schauen, mit welchem Engagement diese junge Dame diesen Beruf ausübt und jetzt schon in den jungen Jahren auch ihr Wissen an die Jugend weitergibt. Ich bin sehr, sehr froh, dass es einen Beruf erwischt hat als Meisterin des Jahres 2015, dass der Öffentlichkeit vielleicht nicht so bekannt ist, dass es ein duales Ausbildungssystem möglich ist, dass man eine Meisterprüfung machen kann. Und sie hat es mit Bravour gemacht und sie hat eine Leistung dargeboten 2015 mit Vorleistungen, die wirklich wahrlich meisterlich ist. Das Gewerbe und Handwerk im Steirerland ist und bleibt eben Meisterland.